Na gut. Ach nee, nicht weglegen. Aber Mann, ich brauche echt so ein Stream Deck, Alter. Ey, wo sind die da? Oh weia. So, okay, gut. Ja. Timer. Und damit, moin, moin, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Rule of Rose, hier auf the Nerdam Way of Life mit mir, dem Drainer. Ich habe das Gefühl, das Spiel ist jetzt doch ein bisschen laut. Ja, in der letzten Folge haben wir am Ende diese Geschichte ausgewählt. Aber vielleicht erinnert ihr euch, ich habe gesagt, nee. Und deswegen gehen wir jetzt an den Glücksvogel. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber Vögel finde ich besser als Meerjungfrauen. Der Vogel des Glücks. Bird of Happiness, soweit ich das eben erkennen konnte. Ein Mädchen fand einmal eine große Kiste. Oh nein, das ist das Ding. Darin war der Vogel des Glücks. Der Vogel sollte es nach Immerland bringen. Jede Kiste war kleiner als die vorige. In einer engen, dunklen Kiste fand es das Vöglein. Aber sie war viel zu klein und viel zu spät. Der Vogel war schon lange tot. Er war elend umgekommen. Ende. Wenn man eine Folge anfängt, dann doch mit dem Ende einer tragischen, traurigen Geschichte. Von einem Vogel mit Glück. Für Glück des Glücks? Man weiß es nicht. So, Leute, ich muss euch ein bisschen was erzählen. Erinnert ihr euch, in der letzten Session war Sonntag für mich? Ja, sicher möchte ich speichern. Sicher, sicher. Inzwischen habe ich die ersten 8 Folgen hochgeladen. So viel ist schon mal ganz gut. Heute ist Mittwoch für mich. Und vielleicht erinnert ihr euch, dass ich mich ganz toll auf meinen neuen Fernseher gefreut habe. Oh ja, ich glaube, das Spiel ist laut. Der ist auch angekommen. Als das arme Mädchen das Buch zuklappte, bemerkte es, dass die kalte Prinzessin das Zimmer betreten hatte. Die Prinzessin sagte leise: Der rote Vogel. Hast du gefunden, was du suchst? Etwas, das dir viel bedeutet? Und ich werde mal ganz kurz das Spiel leiser machen. Okay, hat keiner gemerkt. So, Leute, ich muss ganz kurz. Das ist ja auch so ein bisschen Selbsthilfegruppe für mich hier, Selbsthilfetherapie. Ich muss das ganz kurz loswerden. Mit meinem Fernseher. Der ist angekommen, wie gesagt. Das war alles ein bisschen stressig, weil ich Montag quasi nach der Nachtschicht dann noch hier gewartet habe. Dann kam irgendwann eine Nachricht: Ja, hier zwischen, weiß ich nicht mehr, 22:30 und 22:30 oder was, sind wir da. Sei mal bereit. Und ich war bereit. Gott, war ich bereit. Hat man das immer, kam wieder eine Nachricht und dann irgendwann zwischen 8:30 und 9:30, glaube ich. Also immer in so einem Stundenrahmen. Ich denke, ja, geil. Okay, dann ist ja, das passt ja. Das halte ich aus. Meine schlimmste Befürchtung war, dass ich bis Mittag hier rumlungern müsste. Die entschlossene Prinzessin und die weise aussehende Prinzessin sprachen miteinander. Das arme Mädchen hörte zu. Sie scheint überhaupt nicht nervös zu sein, Diana. Du hast recht, Mac. Wir müssen sie etwas mehr antreiben. Die Details können wir später besprechen. Okay, wir treffen uns an unserem geheimen Ort. Rote Feder gefunden. Eine blutrote Vogelfeder. Guess what? Die wählen wir. Oh, wir haben aber viel Zeug im Inventar. Das können wir erstmal ablegen. Das brauchen wir nicht mehr. Das auf Finden und alles andere behalten wir erstmal, weil wir haben ja noch Fallplätze. Hi. So, dann gehen wir zur Box. Also, genau. Dann klingelt es irgendwann hier um 9 oder so. Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr genau. Und ich happy wie Schnitzel, Alter. Hier lese ich ganz kurz den Zettel. Geschenk des Monats, Vogel des Glücks. Alles klar. Dann suchen wir also einen Vogel.
Goma. Genau, also. Klingelt, klingelt. Ich nach unten gefetzt, Alter. Und dann stehen da zwei Jungs vor der Tür. Also nicht Jungs, Männer. Schon große, kräftige Männer, die ordentlich schleppen können. Gut. Was mich da schon irritiert hat, war der eine. Der eine war anscheinend abgestellt zum Klingeln. Und der andere trug ein Paket so hinten auf dem Rücken. Ein großes, riesiges, riesengroßes Paket. Sag ihr dein Fernseher? Ich sag ja geil, schieb rein hier. trage ich irgendwie dahin, wo er hin soll. So. Wischter unterschrieben, dass sie das super gut gemacht haben, dass sie quasi die geilsten Typen auf diesem Planeten sind und jetzt sie den geilsten Fernseher der Welt abgeliefert haben. Und Daumen hoch und liebe Like und so weiter und so fort. Ich streck das ganz schön, merkt man, ne? Ich baue das so ein bisschen auf. Ja, gefreut wie Bolle. Zu Fadi rüber. Ich sag hier Fadi, weil der hat Urlaub diese Woche noch. Und ich sag Fadi, ich muss mal hier, wir müssen mal eben meinen Fernseher auspacken. Ja. Gut, wir dann also Fernseher ausgepackt und alter Schwede. Mein letzter Fernseher hier ist ja irgendwie 8 Jahre oder so alt. Und ich fand die damals schon sehr dünn. Aber ich sag mal, im Vergleich zu dem, was da jetzt gekommen ist, also das ist ja Wahnsinn. Das ist ja wahnsinnig dünn geworden, der ganze Käse. Ich weiß überhaupt nicht, wo du das anpacken sollst, ohne dass da was kaputt geht. Naja, wieder das Ding ausgepackt, aufgebaut, angeschlossen, erstmal festgestellt, Stromkabel zu kurz. Leute, wieso sind denn die Fernsehstromkabel immer so scheiße kurz? Bei dem anderen Fernseher hier ist das Kabel auch viel zu kurz. Was soll denn der Käse? HDMI-Kabel zu kurz. HDMI-Kabel bestellt wieder. Auf dem Boden liegen Vogelfedern. No shit. Die Federn bilden eine Spur, der man folgen sollte. Obviously. Naja, aber ne, also man kann das ja ein bisschen überbrücken mit den Kabeln und so. Alles kein Problem. Egal. Ne? So ein bisschen rumgestöpselt und so weiter und so fort. Bau das Ding an, drück auf Power. Und dann sehe ich an der Seite oben rechts so einen blauen Streifen runterfahren. Denke, okay, gut, seltsam. Aber wenn das so sein soll, dann soll das so sein. Aber es passiert ja nichts weiter. Ja gut, okay, mache ich nochmal an. Wieder blauer Streifen, ein bisschen grün mit dazwischen. An der Seite, so 2 Zentimeter breit irgendwie. Nach unten hin, in die Ecke. So ein leicht grünes Flackern. Okay, merkwürdig. Vielleicht gedrückt halten oder irgendwas? Ich habe das immer noch nicht so ganz verstanden. Und ich glaube, nach dem 4., 5. Mal sehe ich dann, okay, das blitzt da richtig zwischen. Da scheint irgendwas nicht okay zu sein. Ich ziehe die Schutzfolie so ein bisschen an der Ecke ab. Ist dann Riss, ist ein Sprung im Display. Oh, mein Fernseher ist kaputt. Oh Gott. Ist das Blut an der Wand? Ja, ich hoffe. Ich hoffe, da hat nicht irgendeiner hingeschissen oder so. Der hat hier alles voll gekackt. Das ist alles voll scheiße. Ne, wahrscheinlich ist es Blut. Bei euch ist es röterer als wie bei mir. Deswegen gehe ich davon aus, dass es Blut ist. Wahrscheinlich ist der Vogel da gegen die Wand geflogen. Passiert mal. Yes, she had it coming.
Yes, she deserved it. Are we too cruel? Nervous. Heavens, no. You're right. It's her own fault. Wie sie einfach den Sound jetzt zum, weiß ich nicht, sechsten Mal benutzen? Nicht benutzen gesagt? Benutzen. Ja, wenigstens ist er tot, ne? Okay, das ist gleich nochmal. Das erzählen sich Mädchen also, wenn sie zusammen auf Klo gehen. Die entschlossene Prinzessin sagte: Du lauscht, Jennifer? Was für ein böses Mädchen. Ein böses Mädchen. Die weise aussehende Prinzessin sagte: Ich weiß, was du tust. Du suchst den Vogel des Glücks, nicht wahr? Er ist in einem Raum in der Nähe, aber ich habe die Nummer vergessen. Der Vogel stirbt, wenn wir uns nicht beeilen. Und dann weint Eleanor. Nein, ich wette, sie wird wütend. Sie wird ausrasten. Dann wetten wir darauf, ob sie weint oder wütend wird. Top, die Wette gilt. Ich finde, die sind nicht grausam. Ich finde, die verhalten sich komplett normal für Mädchen in ihrem Alter. Die überhaupt keine schrecklichen Sachen erlebt haben. So, okay, also, jetzt müssen wir den Raum finden. Das ist aber relativ easy, weil, genau, man läuft halt rum und hört halt, wo das Funkgezwitscher ist. So, also Fernseher kaputt. Fernseher kaputt, ärgerlich. Andi traurig, Andi geht durch die Tür. Andi traurig, Andi ein bisschen sauer, Andi ein bisschen genervt, ein bisschen sehr genervt, ein bisschen sehr doll genervt, weil Andi sich nicht sicher, ob Andi mit Fadi vielleicht selbst schuld an Zerstörung. Aber das kann nicht sein. Oh Gott, das kann nicht sein. Naja, Ende vom Lied. Ich suche die ganze Zeit auf der scheiß Internetseite, Saturn-Internetseite nach Reklamationen. Wie geht das? Wo muss ich mich melden? Weil ich habe das ja online direkt bestellt und nicht irgendwie bei meinem Laden hier um die Ecke. Land der Vögel, Bevölkerung 834. Und find nix. An der Kiste steht Land. Auf der Kiste steht Land. So, dann gibt's aber da diese Kontaktformular. Ich also dieses Kontaktformular angeschrieben. Ich sage, hier, ich würde gerne das loswerden. Also umtauschen, was los? Dann glaubt man nicht, dass ich pennen konnte. Ich war die ganze Zeit, ich hing die ganze Zeit, ich konnte nicht einschlafen. Ich war hundemüde, ich konnte nicht einschlafen, weil ich so genervt und frustriert war. Zern die Etapp. Zerrissene Diät-Tabelle. Die Diät-Tabelle des Bürgermeisters von Vogelstadt. Ein Teil davon ist abgerissen. Blöd. Auf der Kiste steht Dorf. Gut, ich muss das jetzt einmal ganz kurz... Okay. So. Naja, gut. Ich die also angeschrieben. Hier, wie sieht's aus? Könnt ihr mir da helfen? Irgendwie 2-3 Stunden später kam eine Nachricht. Ne, kennen wir nicht. Meld dich mal bei deinem nächsten Markt. Danke, tschüss. Warte, was ist das? Ja, die Etappe. Das Ding können wir auch wieder ablegen. Platz machen. Ja. Ich also bei meinem nächsten Markt. Nee, warte mal, war das Montag noch? Nee, Montag habe ich gar nicht mehr. Heute ist ja Mittwoch. Nee, Montag hat die Zeit gar nicht mehr gereicht, genau. Dienstag also. Mein Markt angeschrieben, ist er hier. Mir wurde gesagt, ich soll mich an euch wenden. Was los? Kann ich den zu euch bringen? Muss ich den abholen lassen? Wird er direkt umgetauscht? Wie geht das hier weiter? Da kam dann recht zügig eine Nachricht zurück. Hier, ja, nee, gib uns mal deine Rechnungsnummer. Die Bestellnummer reicht nicht. Okay, gut. Rechnungsnummer geschickt. Wieder gewartet. Dann kam irgendwann eine Nachricht zurück. Nee, es kam
keine Nachricht zurück. Es wurde versucht, mich anzurufen. Was schwierig ist, wenn ich schlafe, weil ich mein Handy immer auf lautlos habe. von Vogelstadt. Gewicht heute Morgen 124 Kilogramm. Das ist stattlich für einen Vogel. Genau, es wurde also versucht, mich anzurufen. Hat nicht funktioniert. Dann habe ich versucht, da zurückzurufen. Hat nicht funktioniert. Gestern war das. Ja. Vor allem hat das mein Schlafrhythmus ja komplett zerschossen. Ich bin ja nur noch irgendwie am Rotieren hier. Jetzt habe ich hier gleich 20 Minuten. Aber es, wie gesagt, ist auch so ein bisschen, ich muss das mal loswerden. Ich muss da mal mit jemandem drüber reden. Ich muss einfach mal verbalisieren. Meine Sorgen und Nöte, Luxusprobleme, Leute. Das sind richtig ärgerliche Probleme, weil sie unnötig sind. Naja, dann habe ich heute Morgen versucht anzurufen, auch keiner erreicht. Dann kam irgendwann heute Nachmittag eine E-Mail. Hier, pass auf, wir haben das Ding nicht mehr am Markt vorrätig und das kriegen wir auch so schnell nicht wieder rein. Hier ist ein Link, sag da Bescheid, dann holt das jemand ab. Cool. Ich da den Link, ich da alles eingetragen und hast ihn nicht gesehen und dann... Fadi und Mutti sind... Fragezeichen, Fragezeichen. Der Rest wurde abgerissen. So, auf der Box steht Familie. Das kann ich euch so sagen. So. Genau, also das eingetragen und aber noch nichts weiter gehört. Keine Bestätigungsmail oder irgendwie sowas. Naja. Dann dachte ich mir, gut, okay, da steht ja eine Telefonnummer. Du kannst ja mal die Telefonnummer anrufen. Ich hasse es zu telefonieren. Aber ich rufe mal an. Einfach um auch mal was zu hören und vielleicht ein bisschen ruhiger zu werden, weil mich das echt, das ärgert mich wahnsinnig. Ne, ich rufe da an. Leider ist in der aktuellen Lage und hier und da und aber kein Problem, melde dich bei deinem Markt oder hier direkt auf der Internetseite und dann kriegst du und dann warten sie bis sie, aber das war das Wichtige, dass mir jemand sagt, okay, warte bis du eine Bestätigung irgendwas bekommst, alles klar, kriege ich eine Bestätigung irgendwas, ist okay. So, und das ist jetzt mein aktueller Stand, den Fernseher wieder eingepackt und ich warte. Fadi plus Mutti plus Tochter gleich? Fragezeichen, der Rest wurde abgerissen. Das ist ja doof. Find mal bitte weiter. Genau. So, deswegen spiele ich jetzt hier mit meinem alten Scheißfernseher. Um Gottes Willen, so scheiße ist der nicht. Aber es ist halt, ist schon ein Unterschied. Alter Schwede, ist das ein Unterschied? Jetzt nicht von der Größe, das sind ja nur 5 Zoll mehr, der neue. Aber so vom Kompakt, also vom gesamten... Erscheinungsbild so einfach. Hier, da ist noch so ein relativ dicker Rahmen. Der andere hat im Grunde gar keinen Rahmen mehr. Oh, wo kann er sein? Der Vogel des Glücks. Ja, ich suche ihn ja noch. Also, ich weiß ja, wo er ist, aber... Naja. So, jetzt habe ich hier wirklich 20 Minuten über meine Luxusprobleme gejammert. Aber es musste einfach sein. Danke fürs Zuhören. Die Folge ist auch rum. Haben wir was geschafft? Ja, ein bisschen. Habe ich mich erleichtert? Ja, ein bisschen. Ach, mich nervt das immer noch. Aber Montag war richtig... Oh ja, jetzt geht das. Oh, oh Gott, Leute. Beenden wir die Folge an der Stelle? Ich glaube, ja. Ich kriege jetzt hier ein paar Heil-Items. Das hat einen Grund, warum ich die bekomme. So viel kann ich euch verraten. Ich habe diese Stelle schon mal angeteasert. Sie schon wieder, sie ist so weird. Warum fliegt der Vogel nicht zu mir? Bleib weg! Ich sagte, bleib weg! Verdammt, nee, mal gucken. Ach, jetzt piept er eh wieder. Ja, auf, danke. Nee, jetzt warte ich auf eine E-Mail, mal gucken, was kommt. Aber dadurch hat sich das alles jetzt hier zeitlich... Ich musste dann den Fernseher hier wieder aufbauen und alles. Und das ist jetzt hier zeitlich echt in Schwulitäten geraten. Oh, shit. Ich hoffe, das klappt alles.
Hier mit der Aufnahme und so. Ich hoffe, ihr seht das und ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß mit dem ganzen Kram und ich hoffe, ihr verzeiht mir, dass ich hier ein bisschen rumgejammert habe über Probleme, die eigentlich gar keine Probleme sind. Aber ich habe, ich habe sonst keine Probleme. So schlecht geht's mir. Bisschen Mitleid bitte. Der arme Andi. So. In der nächsten Folge zeige ich euch eine der schlimmsten Stellen in diesem Spiel. Mal gucken, wie wir da durchkommen. Wieder schreien und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, eat like, wenn nicht. Macht's gut.